Wir sind wieder am Start für euch. WWE 13 Match Nummer 5 hier bei Game Over. So läuft's und sollte es auch immer noch laufen und in naher Zukunft laufen und sowieso laufen. Und weißt du, was vor allem ganz krass ist? Dass Loki schon wieder ein Match hat. Loki hat direkt sein nächstes Match. Er ist kurz Backstage gegangen, hat sich eine neue Hose geholt und muss jetzt aber trotzdem sofort wieder ran. Und zwar muss er seinen ECW World Television Title verteidigen. Und zwar gegen niemand geringeren als Rey Mysterio. Ja, richtig. Der kleine Mann aus San Diego schickt sich an, um seinen, ja, ich sag jetzt seinen, ECW World Television Title sich zu holen. Weil, wenn mich nicht alles täuscht, war Rey früher sogar Träger dieses Gürtels in der ECW. Ganz früher. Ganz früher. Also noch richtig schmächtig war, aber dafür umso geiler im Ring aufgetreten ist. Also das ist richtig. Wenn er mal lange die Partie Loki gegen Rey Mysterio verspricht so ein geiles Match. Das hat so viel Potenzial. Da siehst du es. Loki hat sich jetzt kurz eine lange Hose angezogen und da ist er direkt am Start. Der ist immer noch wach, der Junge. Ja, guck mal, der ist jetzt richtig motiviert. Ich meine, er hat gerade auch seinen zweiten Titel gewonnen. Richtig. Also nicht nur Claudio hat sich den zweiten Titel geholt, auch Loki. Oh, und schickt ihn gleich mal gegen den Ringpfosten. Also guck dir mal das an. Also ich weiß nicht. Jetzt ist echt die Frage. Yo, Guck dir das an, der ist richtig heiß. Wie ausgewechselt. Ja, unglaublich. Der Mann hatte gerade eben Mark Briscoe gepinnt und hat sich den zweiten Gürtel geholt. Das ist natürlich die große Frage. Gehen Claudio und Loki beide jeweils mit zwei Titeln nach Hause oder ist das jetzt das, wo sie in den sauren Apfel beißen müssen? Sie haben sich zwar den ROH Tag Team Title geholt, aber verlieren jetzt jeweils ihren ECW-Gürtel. Das wäre gar nicht so dumm. Ich meine, Claudio hat ja nachher immerhin nochmal das Match gegen mit Hero. Ja. Da müssen sie ausnahmsweise nochmal zusammenhalten, beziehungsweise Hero hofft natürlich, dass Claudio sich zu ihm besinnt, beziehungsweise zu Sinn kommt und dass er guckt, dass die Titel wieder dieses halt, weil ich meine, Hero ohne Titel, ja, da fällt er wieder ein bisschen runter auf der Leiter. Wenn es vielleicht mal in Richtung großen Titel geht, also es bleibt abzuwarten. Ich meine, Loki jetzt mit zwei Titeln dann nach dem Pay-Per-View, das wertet ihn auch nochmal ordentlich auf. Also wäre ein ganz großes Tier. Also es ist echt spannend, was sich jetzt hier so entwickelt jetzt im weiteren Verlauf vom Pay-Per-View. Gerade mit dem... Alter, ich sag's dir, ich gebe zum Mittel gleich mal Tipp ab, Loki gewinnt das. Ja, ach Mann, ey. Ich muss einfach mal das Risiko wieder eingehen. Ich muss jetzt einfach mal auf Ray tippen, weil ansonsten gewinne ich ja keinen Blumentopf in dem Tippspiel. Also. Komm schon, Ray. Ich meine, ja, Loki ist geschwächt. Auf geht's. Ja, der hat ein Match in den Knochen, komm aber schon. Im Moment zieht man es ihm einfach null an und schaut dir das. Jawohl, Warriors Way, 1, 2, 3, komm. Bam. Das gibt's nicht. Ins Gesicht, komm, pin den. Ende. Damit rechnet Ray nicht, ja? Der ist doch nach ein paar Kicks, ist der... Tschüss. Der ist tschüss. 619! Nee. 619! Nee. Ich wollte schon sagen, was soll denn der Scheiß? Aber jetzt! Auf Nein. geht's, Ray! Nee. Was ist denn das? Big Splash! 1, 2, 3, das war's. Komm schon, Ray. Auf geht's. Nee. Komm. 1. Ja! Fuck off. Boah, da war Loki wohl doch noch ein bisschen geschwächt vom Match vorher, dass der da sofort in so eine Scheiße reinläuft. Aber zweimal in Ansatz und beim letzten Ansatz funktioniert es, also Respekt. Alter, ich war jetzt gerade echt so ein bisschen... Das war Loki auch eben. Ja, das dachte mir auch, also so aus dem Nichts, weißt du, so einmal ganz kurz quasi dran gedacht, du, boah, ich habe eigentlich schon eine halbe Stunde in den Knochen, gell, und auf einmal zack, hängst du im zweiten Seil. Ja, vor allem beim ersten Versuch hängt er irgendwie über dem dritten Seil und Ray denkt sich, scheiße, ich hab das oberste Seil nicht, lass mal nochmal rauskommen, dann Loki vielleicht die Hoffnung gehabt, ach cool, jetzt habe ich einen Ansatz zur Powerbomb, denkst du, Ray kommt, Hurricane Rana, ja genau, 619, Big Splash, 1, 2, 3, hätte es gewesen sein können, aber... Na, das wäre es ja gewesen, ey. Leider nein. Was wäre das für ein geiles Ende gewesen? Beziehungsweise, was wäre das für ein geiler Titelgewinn gewesen, also. Beide stehen sich nach dem Ringgong gegenüber im Ring. Loki tritt die Scheiße aus Ray raus. Zack, Konter, 619, zack, 1, 2, 3.
gar nicht viel Aktion zeigen. Das wäre ein richtiger Upset schon fast gewesen. Unglaublich, hä? Na, ich hätte jetzt auch eher erwartet, weißt du, so, Loki befindet sich so im zweiten Seil, er denkt sich so, wow, okay, komm mal wieder, wird man wieder klar im Kopf. Dann springt Ray ihm hier auf die Schulter, haut ihm da die Powerbomb übelst in die Fresse, steigt aufs oberste Seil, Warriors Way nochmal direkt ins Herz und dann auch gleich aus, weißt du, das wäre es natürlich auch gewesen. Das wäre der Mörderhammer gewesen, ne? Also dann hätte man echt sagen müssen, wow, Loki, fetter Respekt, also der Mann ist ja, du, da fehlt wahrscheinlich nicht mehr viel, da holt er sich den dritten und den World Title, weißt du? Alter. So, jetzt aber Ray nochmal. Ich dachte schon, jetzt macht er hier gleich noch einen Einroller oder so. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Aber wunderbare Kopfstere jetzt auch noch von Ray. Boah, hier ist was los, die Fans sind auch richtig on fire. Booyaka schreit er hier ins Publikum und nochmal die Kopfschere. Jetzt müsst ihr aber gleich nochmal einen 6-1 einpageln hier. Okay, normal, bist du irre. Ja, alles oder nichts. Was hat er jetzt vor? Ray on fire! West Coast Pop. Hey, was ist da los? Hallo? Was ist das hier? Ray macht das Ding! Bulldog! Was ne? Cover! Eins! Zwei! Ah, komm schon. Boah, wie der jetzt gerade abgegangen ist. Noch Rays berühmter Bulldog. Und auf einmal musst du hier Angst haben, dass die Titelwechsel gibt. Da aber auch Loki. One. Du, die haben richtig Bock auf Nearfalls. Ja, während sie gerade im Tag Team Match ungefähr gar nicht gecovert haben, gibt es jetzt hier 15 Cover in der Minute. Es ist unglaublich, ja. Quasi. Richtig, so, und jetzt. Und dann Northern Lights wieder mit Cover des Rockberg, oder? Nee. So, jetzt ist ein Headlock Takedown von Loki. Ray. Nee. Nee, jetzt komm, einfach überraschen. Einfach ein Reverse Key Crusher, so Package-mäßig von der anderen Seite. Na klar, Ray! Glaubst du wohl selber Electric nicht? Electric Chair Drop! Ich glaube eher. Ja? Ja? So, auf Boston Grab wieder. Nein, Loki, nicht mehr Loki, Mann. Nicht seine heiligen Beine. Oh, Loki. Auf den Apron und mit. Alter! Spotspot Dropkick. Und come on! Nee. Oh man, der ECW Television Championship on the line, meine lieben Freunde, hier im fünften Match unseres Pay-Per-Views. Ja, Wahnsinn. Die Frage ist halt wirklich, wer geht mit dem Gürtel nach Hause oder so? Ich meine, die hätten es beide schon beenden können, das Match. Also. Ja. Und wahrscheinlich hätten sie es auch beide verdient. Ich sag mal, klar, für Loki wäre das absolut überragend. Und für Loki wäre das ein Zeichen für weitere Erfolge und für weitere Matchzeit in unserem Let's Play. Richtig. Aber jetzt. Alabama Slammer! Alter, Loki ist on fire! Spinning Kick! Mach den fertig! Jawohl! 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 Dein Footstop! Nein! Oh, ich dachte, viel Flash! Aber? Oh ja! Boah, ich dachte, jetzt haut er den Phoenix Splash raus, ey, wäre das awesome gewesen. Ja, also Spinning Heel Kick von Ray. Boah, wäre ich da ausgeflippt. Das schreibt mir auch mal. Richtig schöner Phoenix Splash von Loki, wäre das geil. Tornado DDT von Ray. Jetzt Big Splash von der Ecke. Komm schon. Falsch. Snapmare und ja. Kick ins Gesicht. Achso, der Cover. Quatsch! Junge, Loki ist Titelträger. Der lässt sich doch von so einer Scheiße nicht kleinkriegen. So, wieder Snapmare, wieder Dropkick. Nein, der Ellbogen in den Nacken. Jawohl! Jawohl! Boah. Komm schon wieder mit meinem Roller. One, two! Boah! Eins, zwei!
Nein! Ah! Oh, ich dachte es. Ich dachte, es wäre es, Mann. Das war schon wieder die 3 gewesen. Da hat auch schon Michael Cole schreit. Das gibt's doch wohl nicht, oder? Jawohl! Kick Rusher! Ja! Komm schon, ey. Ich geb's doch auf, ey. Dreh mich um. Ich dreh mich um. Ich erzähl's dir. Und los! 1, 2, 3! Yeah, baby! Low motherfucking key! Overrated, Mann! Halt die Fresse! Ja, bist du gelähmt? Eiskalt. Ey, das war ein... Also für das, dass es nur 10 Minuten waren, war es ein ultra geiles Match. Ein ultra offenes Match, also wirklich. Ja, eben. Also ich muss echt sagen, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es war kurz, es war knackig, es gab geile Aktionen und es war spannend. Also das war eins der perfektesten Matches, die ich je in WWE 13 Mode von Computer gegen Computer gesehen habe. Ja, da hast du wirklich mal wirklich Nearfalls gehabt, die auch wirklich an der richtigen Stelle waren. Ja. Und Loki, schau es dir an, ey. Der Mann ist nicht zu stoppen. Einmal die andere Hose angezogen und trotzdem Titel verteidigt. Wahnsinn. Das war die Gewinnerhose. Ja. Scheiße, ey. Das gibt's unglaublich. Schau dir den Mann an. Der Loki, ECW Television Champion, ROH Tag Team Champion. Wie willst du diesmal stoppen? Ja, Brock Lesnar oder Goldberg. Das ist unglaubliches Stable. Ja. Scheiße, ey. Unglaublich. Geiles Match. Absoluten Daumen hoch für dieses Match bitte geben, weil das muss man gesehen haben. 10 Minuten, einfach nur Spaß gehabt. Danke dafür. Ja.